Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin jetzt hier eben angekommen in Nizza. Morgen geht's los hier in Südfrankreich an der Côte d'Azur zur MIPIM. Für die Leute, die es nicht kennen, das ist eine Immobilienmesse. Diesmal noch ein bisschen exklusiver als die Expo Real. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin. Ich bin echt gespannt, was mich erwartet und ich streue die YouTube-Vibes wieder und mal gucken, wen wir so vor die Kamera bekommen, welchen großartigen Investor. Die Gläser sind... Passt auch zum Anzug. Ja. Passt zum Anzug. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen hier. Man freut sich auch. Das Wetter ist gut. Ja. Was würdest du anders machen, wenn du nochmal von vorne beginnen würdest? Und ich freue mich wirklich auf tolle 4 Tage. Und wenn jemand hier ist, dann freue ich mich, jeden zu treffen, den ich kenne. Und hier habe ich schon mein Handgepäck geparkt im Hashtag. Da ist ein Buch drin von Jochen, weil der holt mich gleich ab. Guck mal, was der Jochen sich Schönes ausgesucht hat. Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnegie. Und jetzt geht's gleich los Richtung Apartment und dann geht's ab. In Nizza. So, jetzt wurde ich abgeholt von meinem Private Driver. Danke fürs Abholen. Moin. Moin. Welcome to Miami, welcome to Côte d'Azur. Welcome to Miami. Jetzt geht's los, hier mal einen Tag noch ein bisschen verbringen in der Stadt. Und morgen geht's los. About Berlin? Yeah. Ah, it's so nice. The party. Party is très bien. Der Jochen hat uns hier den besten Tisch organisiert. Gibt's gleich geilen Fisch hier im Hafen von Monaco. Aber das ist nicht der Haupthafen, nee, oder? Fontville. Port Fontville. Genau. In front of der Main Hafen. Review machen von Monaco, also ja. Bis heute, was heute bisher so ging. Jetzt sind wir hierher gefahren, haben ein geiles Lunch gehabt, guten Fisch und jetzt überlegen wir uns hier eine Immobilie zu kaufen. Da oben, oder? Ja. Kompletten Komplex? Naja, ich würde erstmal mit ein, zwei Wohnungen anfangen. Würdest du hier was kaufen in Monaco? Gute Frage, ich habe mich so genau mit dem Markt noch nicht befasst, wie die Rendite sind. Also ich glaube, Wertsteigerung ist definitiv da. Das ist ähnlich wie auf Mallorca, der Platz ist sehr begrenzt. Es gibt einige Vorteile, warum die Leute hierher ziehen. Also gutes Wetter und niedrige Steuern. Müssen wir sich mal anschauen. Also ich persönlich würde, glaube ich, nichts kaufen. Aber ich glaube, der Markt ist nicht uninteressant. Ja, ja. Also ich finde es auch ganz cool hier. Aber wenn man halt nicht das nötige Kleingeld hat, wie der Lifestyle hier erfordert, dann bringt eine Wohnung hier relativ wenig, weil man muss auch von den ganzen Luxusdingern, die man hier hat, auch zehren können, sonst lebt man lieber woanders, also, da hat man mehr davon. Die Frage ist halt wirklich... So, wir sind jetzt hier angekommen auf der MIPIM und der erste Eindruck ist schon mal nicht schlecht. Hier stehen die ganzen Yachten mit den Ständen drauf. Hier sieht man schon mal was. Und ich bin jetzt gespannt auf jeden Fall, was wir für Leute hier treffen. Und ich denke, der ein oder andere Milliardär wird auch schon da sein. Gestern Abend hat ja schon die 4th größte Yacht der Welt bei uns angelegt im Hafen. Fast ein bisschen warm mit Winterjacke hier. Aber ich war noch nie auf einer Messe, die quasi Messestände auf Yachten direkt am Hafen hat mit so einem Wetter. Also ich finde es total cool. Man hat mir zugerufen, dass so ein Messestand auf der Yacht so um die 500.000 Euro für die vollen 4 Tage kostet. Dann nächstes Jahr überlegen wir es uns mal. Glaubst du, es hat auch ein paar Deutsche hier, so, wo man kennt? Ja, ich denke schon. Also den einen oder anderen haben wir ja schon vorher kontaktiert. Den werden wir auch hier treffen, ein paar Interviews machen. Und mal gespannt, wen wir noch so kennenlernen. Der Herr Gröner wäre interessant. Wer ihn kennt, weiß Bescheid. Wir haben jetzt einen langen Weg vor uns, weil wir sind hier doch so um die 30 Meter hier. Aber gehen wir mal vor. Für die Party. Auf jeden Fall exklusiv so eine Messe und so einen Stand vor allem auf der Messe zu haben. Ja, also wir freuen uns da auch richtig, dass wir hier zu Gast sein dürfen bei deiner
Aber gerade ist halt auch eine schwierige Marktsituation. Wenn es jetzt jemand hört, vielleicht, dann denkt er sich, okay, ich muss all in gehen, ich bin 20, muss jetzt voll Gas geben und der Markt ist vielleicht gerade am Peak, wer weiß. Und dann kann man natürlich auch ewig brauchen oder wieder um dann geht langsam oder? Vor. Nehmt kleine Objekte erstmal, wertet die auf, sammelt eure Erfahrungen damit, lernt an den Objekten, behaltet mal das eine oder andere, das andere flippt ihr. Ja. Und darüber aber schnell reinkommen. Und dann hat man auch in diesen Zeiten die Möglichkeit, auch seinen Gewinn zu machen. Und vielleicht ist die Rendite dann ein bisschen kleiner, aber sie ist immer noch lukrativ und interessant. Und ihr habt enorme Möglichkeiten. Der Markt gibt jetzt, auch was die Digitalisierung angeht, neue Möglichkeiten. So viele neue Chancen. Und hier sind schon richtig, richtig coole Schiffe am Start. Haben gerade schon mit einem Baden-Württemberger Unternehmen gesprochen. Und jetzt gucken wir uns weiter, um was hier so geht. Auf jeden Fall schon ein krasses Statement hier, die Messe an sich. Also man kann sich auf jeden Fall nicht beklagen, wie die Messestände hier aussehen. Schon vom Allerfeinsten. Guckt euch das mal an. But then there is Brazil. The project is from Brazil. Ah, okay. Yeah. And you? We're from Germany. Yes. Ah, sind von aus Deutschland? Ja, yeah, hallo. Hallo, ich heiße Charlene. Ich heiße Fabian. Okay, schön. Hallo, nice to meet you. Hallo, nice to meet you. Hi, nice to meet you. Hi. Wie geht's? Hey, German. Ein bisschen. Very good. Was macht der Stand hier? What does the stand do? Actually, we're constructing this project. It's a Brazilian project. Actually, we have a combination of masters, architecture designer involved in this project, wow. Such as Stark and Jean Nouvel. Mm-hmm. And we do have the maquette inside. If you'd like to have a look, what's I can that? Show you. Yeah, yeah, great. The project. Great. So, Jochen, feedback day one. Also, super Tag, würde ich sagen. Ja. Super Tag. War sehr sonnig. Ich bin deutlich braun geworden, bin kurz vor Sonnenbrand. Oh, guck mal hier. Hier sind die echten Franzosen, die machen diese Zeit noch. Looks really good. Yeah. Hallo. Welcome to Cannes. Yeah. Wir haben ein paar geile Leute kennengelernt, geile Connections. Wir haben ein paar Tipps bekommen, die wir so noch nicht kannten. Wir haben eigentlich immer was Gutes gegessen. Wir waren auf einer Yacht gleich zum Start für ein Interview. Zum ersten Mal war ich auf einer Yacht und echt krass, was hier aufgefahren wird. Ja. Also das ist eine Liga. Ich glaube, das ist echt groß, ja. Bisher kaum erreicht worden von Sachen, welche wir gesehen haben bisher. Ist echt, also es ist, ich muss sagen, eine der krassesten Messe, wenn nicht die krasseste, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich habe noch nie eine Party gesehen im besten 5-Sterne-Hotel am Beach, offen für alle. Von einem Sponsor, wo du essen und trinken kannst, was du willst, flat. Schon krass. Mit Feuerwerk, das ist schon dekadent. Ja. Ja, und jetzt suchen wir unser Auto und morgen geht's weiter. Day 2 beginnt schon mal richtig nice mit einem fetten Morning Run. Gönnt euch mal diese Aussicht hier. Was ist das bitte für eine krasse Motivation, hier zu joggen und mal zu sehen, was hier für geile Häuser stehen. Let's go. Jetzt sind wir hier mal in London geschwind. Auch eine große, relativ große Stadt, wie man hier sieht. The glass of water that might be half full or half empty. München, wie immer im Oktoberfestmodus. Sogar hier haben sie einen eigenen Biergarten am Start mit Weißwurstfrühstück. Herzlich willkommen hier auf der MIPIM in Cannes. Diesmal habe ich dir auch was mitgebracht. Letztes Echt? Mal gab es das Buch als Geschenk. Boah, das ist ja cool. Und heute gibt es eine coole Brille. Hey, dann sind wir hier in der Sonne, glaube ich. Passend zum Wetter. Ich bin jetzt auch in Immobilien. Bist einer der erfolgreichste Investmentmakler in Berlin. Und es war sicherlich ein langer Weg dorthin. Ja, gestern Abend übrigens war es was ganz spannend, weil es um das Thema Enteignung ging. Ja. Also in der ARD gibt es das Format Hart aber fair mit dem Frank Krasberg. Da war dann Trotzkistin von den Linken und das war die Bundesjustizministerin Katharina Barley dabei, die FDP-Generalsekretärin Bea war mit dabei und ich war mit dabei.
und wir haben über Immobilienmarkt diskutiert und kann es jetzt wirklich sein, dass man Wohnungsbestände für einen Euro pro Wohnung enteignet? Ja, also das war dann sozusagen große Immobilienpolitik. Herzlich willkommen. Willkommen wurden auf bei der Grossmann Group, ja. Kann gut sein, ja. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Deswegen auch, findet auch die Messe hier statt. Und nicht oben bei uns, wo wir noch Winter haben, sondern hier ist schon... Ja, hier schon haben wir Frühling und man freut sich auch. Hallo Herr Gröner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier auf der MIPIM mit uns ein kleines Interview zu führen. Ich kann dann im entscheidenden Augenblick auch austeilen und genauso ist das als Unternehmer. Ich würde meine Karriere abkürzen wollen, ich würde mein Leben wiederleben, wie ich es tue, aber ich würde jedem jungen Menschen empfehlen, geht in eine Firma rein, schaut es euch an, ja, guckt ab, copy-paste und dann schaut, dass ihr ein Netzwerk schon habt, in das ihr reingehen könnt, am besten in Partnerschaft zu dem Betrieb, den ihr zum Beispiel fasst und ähnliches. Das kann sehr gut sein, wenn bei mir ein junger Mann arbeitet und nach ein paar Jahren sagt, ich möchte raus, ich möchte die Vermietung selber machen, ich möchte kleine Projekte machen. Wir würden ihm sozusagen die Chance geben, wir würden ihm dabei helfen, ihn unterstützen, klar, weil es genug Platz für Unternehmen. Ja. Und sage ich jetzt mal, mich holt es eh keiner mehr ein, insofern kann ich mich da zurücklehnen. Ja, super, dann vielen Dank, Herr Gröner, für Ihre sehr Zeit. Gerne. Und wenn Sie noch ein abschließendes Wort da lassen wollen, ist das der richtige Zeitpunkt? Ja, also das Wichtigste ist, dass ihr für eure Idee brennt. Und ganz sicher ist, was ihr für möglich haltet, wird auch möglich. Ja. Das heißt, mein Leitspruch ist, ich denke, also werde ich. Und das ist das Wichtigste. Glaubt an euch, lasst euch nicht zu viel von den anderen sagen, sondern geht euren Weg. Und der ist meistens nicht in einem Jahr oder in zwei zu Ende, sondern er braucht meistens 5 oder 10 Jahre. Und wenn ihr den Mut habt, den Weg zu gehen, kommt ihr an. Dankeschön, ich wünsche Ihnen... Wir trinken hier gerade einen schönen Kaffee in der Altstadt von Antibes und ich habe mir gestern Abend nochmal den Tag Revue passieren lassen. War schon richtig krass, was wir da alles erlebt haben, was wir gelernt haben und welche Leute wir auch getroffen haben, mit denen wir gesprochen haben. Ich verlinke hier mal das Video mit dem Herrn Gröner. Das war echt richtig, richtig krass und ich hätte nie gedacht, dass wir es schaffen, hier ein Interview mit ihm aufzunehmen und ich bin echt, echt dankbar darüber, dass er sich die Zeit genommen hat. Ich denke, du fandest auch cool das Interview. Krass. Dass er so spontan sich gleich genommen hat. Ja. Und zwar inhaltlich mega cool, intensiv. Und ich hätte nicht gedacht, dass unsere erste MIPIM so gut läuft. Ich hätte es auch nicht gedacht. Aber man lernt natürlich dazu und nächstes Jahr können wir uns noch besser vorbereiten, noch geilere Termine und noch mehr Termine organisieren. Wir sind hier am Rote Teppich und der Fabian, der hat Robin Hood getroffen. Okay. So we met Robin Hood at the MIPIM. And I'm very glad I met him in person now. Indeed, nice welcome. Nice to meet you, Robin Hood. My friend, welcome to Nottingham and the Midlands. Yeah. And you both, where did you meet? On the red carpet, huh? Of course. Yes. So walk on the red carpet a bit. Oh, nice. On Robin this fine Hood day. On the red carpet. We celebrate the cities of the future, don't we? Yeah. As we build them. And how about the weather in Nottingham? It's not like this, no? No, but of course... It rains, it shines, it pours, you know. That's England, isn't it? Yes. Yeah. Sometimes of course, it's a beautiful day here today, isn't it?